Hi zusammen! Wie versprochen kommt heute ein ganz persönliches Video. Was ganz Neues für mich. Wenn ihr meinen Kanal schon länger abonniert habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Ich habe so gut wie nie ein etwas persönlicheres Video gedreht. Von anderen Kanälen kenne ich das zum Beispiel, dass das erste Video, das man reinstellt, so ein Vorstellungsvideo ist. Habe ich nie gemacht, um ehrlich zu sein, glaube ich deshalb, weil ich, was so Persönliches im Internet angeht, doch ein bisschen ängstlich bin. Aber seit ich euch von meinen Hühneraugen erzählt habe, kann euch, glaube ich, nichts mehr schocken. Und ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, an dem ich auch so ein paar Fragen von euch beantworten kann. Und das werde ich heute auch versuchen. Vielen Dank nochmal an diejenigen, die die Fragen gestellt haben. Es wird am Ende des Videos noch eine kurze Neuvorstellung geben. Also da wird sich eine ganz neue, tolle, super liebe YouTuberin vorstellen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Der Kanal ist wie immer in der Infobox verlinkt. Falls ihr es also zum Ende des Videos nicht schafft, dann klickt einfach unten auf den Link in der Infobox. Und jetzt fange ich einfach mal mit den Fragen an. Also, Frage Nummer 1, die wurde mir mit Abstand am häufigsten gestellt, nämlich, was machst du beruflich, beziehungsweise was studierst du? Ich bin noch Studentin, das wissen einige von euch, das habe ich mal unten in den Kommentaren ein paar Mal beantwortet. Und einige von euch haben auch schon so ein paar Bücher im Hintergrund. Manchmal hat man die Bücher im Hintergrund bei mir gesehen, die habt ihr ab und zu erkannt und wusstet dann schon, was ich studiere. Ich studiere nämlich seit 2 Jahren Jura. Und die Folgefragen, die ihr mir dann immer so gestellt habt, als ich das in die Kommentare geschrieben habe, das war, wie bist du drauf gekommen und wie konntest du dich nach dem Abi dafür entscheiden? Macht dir das Studium Spaß? Ist das der Traumberuf für dich? Und ich muss euch leider sagen, ich glaube nein. Und ich befürchte, ich werde das Studium auch nicht zu Ende durchziehen. Und ja, jetzt bin ich 2,5 Jahre lang dabei und es macht mir immer weniger Spaß. Es ist halt ein sehr lernintensives Studium. Man muss sehr viel in Büchern hocken und man kann zwar nicht zu den Vorlesungen zum Beispiel gehen, aber man muss dafür sehr viel lesen. Und wie ich überhaupt drauf gekommen bin, nach dem Abi dieses Fach zu studieren, um ehrlich zu sein, keine so tolle Antwort. Das war für mich echt das typische Verlegenheitsstudium. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und habe mich dann einfach dafür entschieden, weil es ein vernünftiges Studium ist und mir nichts Besseres eingefallen ist. Ja, und mein Vater war halt immer der, der dann immer gesagt hat, ja, studier Jura, dann brauchst du nicht so viel zu arbeiten später und hast viel Geld, so ungefähr. Natürlich ist es jetzt nicht so und ich befürchte einfach nur, es ist am Ende zu wenig kreativ für mich. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber ich glaube, es ist am Ende echt nicht das Fach für mich gewesen. Und ich werde mir jetzt Zeit lassen bis zum nächsten Wintersemester und dann werde ich mich entscheiden, ob ich dabei bleibe oder nicht. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt und selbst Interesse habt, das Ganze irgendwie euch mal anzuschauen oder vielleicht sogar mit dem Studium bald anzufangen, fragt mich sehr gerne per PN oder in den Kommentaren, wie es euch lieber ist. Und ich hoffe, ich kann euch dann einigermaßen gut beraten und euch ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, obwohl ihr wisst ja mittlerweile, die sind nicht so positiv bei mir. Okay, die nächste Frage. Hast du einen Job neben dem Studium? Hab ich und ich habe gearbeitet, seit ich glaube, so 15, 16 Jahre alt war. Anfangs habe ich nur so ein bisschen Nachhilfe gegeben. Bei uns in der Schule gab es so eine Aktion, da konnten die älteren Schüler den Jüngeren so ein bisschen Nachhilfe geben. Und ich habe das dann teilweise bei so Bekannten auch noch ein bisschen privat gemacht. Und dann, als ich 16 war, habe ich angefangen, wirklich in so Geschäften, H&M und sowas, auf 400-Euro-Basis zu arbeiten. Also, wenn ihr mich fragt, es gibt echt nichts Besseres, als selbstverdientes Geld auszugeben. Und deswegen habe ich auch immer arbeiten wollen. Und ich habe ziemlich viel Verschiedenes gemacht, weil mich relativ schnell eine Sache gelangweilt hat. Das ist typisch bei mir. Also ich habe auch mal als Hostess gearbeitet. Nicht das, was ihr denkt, sondern so auf Messen. Also ihr kennt das ja, da steht dann ein Auto und da drumherum stehen dann so Mädchen mit einem Tablett voller Sektgläser oder so. Also sowas habe ich auch mal gemacht. Und im Moment arbeite ich auch in so einem, ja, Bekleidungsgeschäft. Und ja, ich denke, das ist empfehlenswert für jeden, der sich ein bisschen was dazu verdienen möchte, solange es denn mit der Schule oder Studium oder so klappt. Okay, als nächstes, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der ist vor ein paar Tagen 13 Jahre alt geworden und ich liebe ihn über alles. Das ist wirklich ein wundervolles Kind noch und
ich meine, Mädchen mit 13 sind ganz anders als Jungs. Also der spielt wirklich noch mit Lego und spielt die ganze Zeit PC-Spiele und so und interessiert sich noch nicht für Mädchen. Er wohnt zusammen mit meiner Mama in Polen, das heißt, ich sehe ihn relativ selten und das ist natürlich sehr schade. Ja, aber wir sehen uns häufig in den Sommerferien, da kommt er dann immer für so 3, 4 Wochen her und wir unternehmen dann immer ganz viel. Also dann hat man wenigstens diese Zeit, so als Ausgleich. Nicht die perfekte Familiensituation. Nächste Frage: Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? So ziemlich genau 3,5 Jahre lang, was finde ich echt relativ lang ist, für mein Alter zumindest. Also ich bin gerade 22 geworden. Und das Lustige daran ist, mein Freund, mit dem ich jetzt zusammen bin, war auch mein erster Freund. Wir waren nämlich schon einmal vorher zusammen. Also ich habe ihn kennengelernt, da war ich so 15 und wir waren in einer Stufe zusammen in der Schule, haben uns also da kennengelernt und waren dann so 3 Monate ungefähr zusammen. Und ja, das Ganze war nicht ganz ernst zu nehmen, wie ihr euch schon denken könnt. Und ist dann auch sehr schnell auseinandergebrochen und dann haben wir uns jahrelang erst einmal ignoriert, brauchten eine Pause voneinander und irgendwann vor 3,5 Jahren haben wir uns halt wieder getroffen und tja, sind zum zweiten Mal zusammengekommen und so lange haben wir es bisher wieder miteinander ausgehalten. Und weil das auch gefragt wurde, mein Freund ist 1,81 groß, hat dunkle Haare, hat dunkle Augen und ist sportlich. Ja, so viel dazu. Wie viel wiegst du? Das ist eine Frage, die habe ich deshalb mit reingebracht, weil ich glaube, dass es doch schon einiges über mich aussagt, wenn ich sage, keine Ahnung. Ich lebe seit 6, 7 Jahren komplett ohne Waage und das ist echt das Klügste, was ich hätte machen können, weil mich Waagen immer total verrückt gemacht haben. Ich weiß nicht, ich war immer der Typ, der sich jeden Tag auf die Waage stellen musste und wenn sie auch nur 500 Gramm mehr angezeigt hat, ich bin vollkommen ausgeflippt und mich hat das Ganze viel zu sehr unter Druck gesetzt. Es gibt Leute, die können damit besser umgehen, aber ich gehöre einfach nicht dazu. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass das Wichtigste wirklich ist, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen, in den Spiegel zu schauen und zufrieden zu sein und das Ganze nicht von der Zahl auf der Waage abhängig zu machen. Wohnst du alleine bzw. mit deinem Freund oder noch bei deinen Eltern? Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Wir sind vor einigen Wochen umgezogen und vorher habe ich bei meinem Vater gewohnt und ja. Ich denke, wir werden ganz bald nochmal umziehen, weil die Wohnung, die wir jetzt haben, echt nur ganz provisorisch ist und wir haben die nur deshalb, damit wir nicht so viel pendeln müssen. Deswegen kann ich da auch so schlecht filmen, aber wir sind trotzdem zusammengezogen und bisher läuft es ganz gut. Hast du Haustiere? Nein, habe ich nicht. Ich denke, ich werde auch jetzt erstmal keine haben, weil es einfach eine zu große Verpflichtung für mich ist und ich habe nicht ganz so viel Zeit. Aber als ich so 10, 11 Jahre alt war, ich habe mir nichts mehr gewünscht, als ein Haustier zu haben. Ich wollte einen Hund haben, eine Katze, ich wollte sogar mal ein Pferd haben. Wir hatten so einen winzig kleinen Garten, der war wirklich ganz klein. Und ich habe mir gedacht, dass da ein Pferd drin Platz finden könnte und da leben könnte. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und ich habe aber trotzdem ganz lange gemeckert. Ich glaube, so eine Pferdephase hatten alle mal. Aber ich habe damals echt einfach nicht eingesehen, dass man ein Pferd nicht einfach in einem Garten halten kann. Und vor allem, dass das viel zu teuer ist. Aber naja. Dann wollte ich einen Hund haben oder eine Katze. Also die Erwartungen gingen schon ein bisschen runter, ein bisschen kleinere Tiere. Einen Hund durfte ich nicht haben, weil meine Mutter gesagt hat, das ist viel zu viel Arbeit und mit dem muss man immer rausgehen und Gassi gehen. Katze wollte sie nicht haben, weil die Hahn oder so, keine Ahnung. Meine Mutter war da sehr, sehr ordentlich und wollte halt einfach keine Tiere zu Hause haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann halt Kaninchen oder Meerschweinchen, sowas ganz Kleines und Süßes. Und es war kurz vor meinem Geburtstag. Und ich hatte meine Eltern echt so weit, dass sie gesagt haben, okay, du wirst ein Haustier bekommen. Und ich habe mir schon richtig vorgestellt und ausgemalt, wie ich das kleine Zwergkaninchen streichel. Ja, ich habe ein Aquarium bekommen mit kleinen Fischen. Und das Tragische war, ich durfte mitgehen und die Fische aussuchen. Und was sagt mein Vater? Mein Vater hat gesagt, kauft aber große Fische ohne viele Gräten, bitte, die schnell sterben, damit wir sie schnell aufessen können. Auf der Pfanne gebraten. Also meine Beziehung zu Haustieren ist so ein bisschen, naja, vorbelastet würde ich das nennen. Als ich dann das Aquarium hatte, war ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so begeistert. Und ich meine, es war zwar besser als gar nichts, aber Fische kann man nicht streicheln oder mit ihnen spielen oder so. Ja.
Und dann das Thema Hobbys. Also meine Hobbys sind schon echt sehr durchschnittlich. Ich liebe nichts mehr, als wirklich abends nach Hause zu kommen und einfach fernzusehen. Ich liebe Filme und Serien schauen und wenn mich so eine Serie richtig mitnimmt, dann schaue ich die in jeder freien Sekunde, die ich habe und bin total zufrieden und begeistert davon. Das ist in letzter Zeit so mit Dexter gewesen. Falls ihr die Serie nicht kennt, dann schaut sie euch mal an. Die ist fantastisch. Aber ab 18 übrigens. Ist ein bisschen brutal vielleicht. Aber sie ist echt super spannend und fantastisch. Und wenn ich einen Film gefunden habe, der mir richtig gut gefällt, dann schaue ich den auch am nächsten Tag nochmal und habe da überhaupt nichts gegen. Also Fernsehen ist schon wirklich ein Hobby, kann man sagen. YouTube, klar, natürlich. Und Beauty, Kosmetik. Mit Freunden treffen und außerdem auch noch so eine typische Antwort Sport. Seit ich 8 bin oder so, habe ich Tennis gespielt und habe das lange Zeit lang gemacht, bis ich 20 oder so war und bin jetzt zwar nicht mehr im Verein, spiele aber ab und zu trotzdem noch. Aber dafür habe ich mich letztens im Fitnessstudio angemeldet, bin also da so 3-mal die Woche oder so. Ja, und ein paar Fragen waren auch YouTube bezogen, also sowas wie, wie bist du darauf gekommen, YouTube-Videos zu drehen und was hat dich dazu inspiriert, sowas. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, das ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich überhaupt erstmal davon erfahren habe, dass es sowas wie Beauty-Kanäle auf YouTube gibt. Also ich hatte echt keine Ahnung davon. Aber ich habe immer schon Musik auf YouTube gehört. Also Musik lief und läuft ganz häufig bei mir echt von morgens bis abends rauf und runter. Und häufig auch über YouTube. Und das war Ende Mai letzten Jahres. Da war ich irgendwie mit meinen Haaren total unzufrieden. Also ich habe da irgendwie Tipps für Locken oder sowas gesucht und dachte mir, das Internet weiß bestimmt Rat. Habe das dann einfach mal in diese Suchzeile bei YouTube eingegeben und dann kamen da ganz viele Videos und ich war so begeistert. Habe dann auch einen Kanal gefunden, den ich bis heute abonniert habe. The Sparkalicious übrigens ist auch unten für euch verlinkt. Ganz, ganz tolles, tolles Mädchen und echt ein toller Kanal. Und ich bin dann auf ihr Video gegangen und dann bin ich einfach mal auf den Namen. Und dann habe ich gesehen, sie hat ganz viele hunderte Videos gedreht und war so begeistert davon, dass es auch andere Leute gibt, die so kosmetikfanatisch sind, wie ich das war. Und dann habe ich erstmal die nächsten 2 Wochen lang echt nichts anderes gemacht, in jeder freien Sekunde als YouTube-Videos zu schauen. Also ich bin echt so lange im Internet gewesen, wie es nur ging. Und war total begeistert und hin und weg und ja, irgendwann nach ein paar Monaten, das muss irgendwann Ende des Jahres gewesen sein, habe ich mir gedacht, ich könnte es eigentlich auch mal versuchen und es wäre bestimmt schön, so ein bisschen kommunizieren zu können. Also das ist echt das, was mir am meisten Spaß macht, dass ich mit euch schreiben kann darüber und dass ihr mir schreibt. Deswegen beantworte ich die Kommentare auch immer so gerne und ja, das erste Video war mehr oder weniger so ein Teststart und dann am nächsten Tag hatte ich meine erste Abonnentin und ich weiß noch, ich konnte gar nicht glauben, dass mich jemand so schnell abonniert hat und heute bin ich hier und kann mir gar nicht mehr vorstellen, diese Videos nicht mehr zu drehen und ich wollte euch an der Stelle nochmal ganz herzlich dafür danken, dass ihr die Videos schaut und mir immer die netten Kommentare schreibt. Ohne euch wäre das Ganze einfach sinnlos natürlich. Sonst würde ich nur mit mir selbst und mit einer Kamera reden. Ja, und ich denke, das ist ein ganz schöner Abschluss. Und jetzt kommt einfach das Vorstellungsvideo ganz schnell für euch. Und schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Unten in der Infobox, wie gesagt, der Link. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Hallo, ich heiße Lea und mein Kanal heißt Monde de Beauté, also Welt der Schönheit. Ihr findet auf meinem Kanal Videos über Beauty und Fashion und in der letzten Zeit habe ich besonders viele Hauls und Reviews für euch hochgeladen. Ich würde mich super doll freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut und mich vielleicht auch abonniert, wenn euch die Videos gefallen. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ich mich hier vorstellen durfte und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!